Ja, lieber Felix, schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Und es freut mich sehr, dass du wieder da bist. Ist ja schon ein bisschen her seit unserem letzten Interview. Und ich freue mich ganz doll, dass du wieder da bist und dass wir heute ja über ein etwas anderes Themengebiet sprechen werden wie das letzte Mal. Ja, bin gespannt. Wir beide haben heute das Thema andere Gemeinschaften. Und die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, welche anderen Gemeinschaften kennst du noch in dem Bereich der Landsitze? Ja, also an Siedlungsprojekten in Deutschland gibt es meines Wissens vor allem das Goldene Grabow und Veda Alysia. Es gibt im Alpenrand noch den Mutterhof. Ja, es gibt Konstantin Kirsch, bei dem eine Familie in der Nähe jetzt hingezogen ist. Und ansonsten kenne ich noch eine Familie, die quasi mehrere Hektar hat und die Kinder jeweils noch einen Hektar dazu jetzt anfangen zu bewirtschaften in Brandenburg. Das ist jetzt aber noch keine richtige Gemeinschaft. Ja, und ansonsten fällt mir keine richtige Gemeinschaft ein. Es gibt Menschen, die oft Besuch bekommen oder Familien, die immer mal Leute da haben und zusammen auch was bewegen, aber wo noch nicht mehrere zusammen wohnen, wie jetzt bei Veda Lycia oder im Goldenen Grabow. Was jetzt nach Landsitzen gesehen Gemeinschaften in Deutschland angeht. Ja, die sind noch ziemlich dünn gesät. Ja. Wobei es da bei den Anastasia-Siedlungen in Russland doch ganz anders aussieht. Ja, na klar. Man hört ja immer davon, dass es da schon so 300, 400 oder noch mehr Siedlungen gäbe. Also das letzte Mal habe ich geschaut vor einem guten Jahr, da hieß es offiziell, dass es über 400 seien. Aber das glaube ich nicht so richtig. Viele von den offiziell angegebenen Siedlungen sind mehr oder weniger nur auf dem Papier. Ich gehe eher so von etwa 100 Siedlungen aus, wobei eine Siedlung gilt so ab, ja, vielleicht drei Familien oder so. Und die größten haben da eben 70, 80 Familien. Ja, so kann man es sagen. Es gibt also schon einige richtige Siedlungen, aber es sind eben nicht 400. Und einige davon hast du ja auch besucht. Ja, genau, in dreien davon war ich. In Vetrosia, ist an einem riesigen Westhang gelegen. Es ist sehr groß, sehr weitläufig und also mit 200 oder mehr Hektar, 300 Hektar, je nachdem, wie man das sieht. Aber da leben ja 70 Familien und ich glaube auch nicht alle ganzjährig von diesen 70 Familien. Dann war ich in Kovtschek, was übersetzt die Arche heißt, auch mit etwa 60, 70 Familien und in Miljonki, auch etwa so groß. Und Kovtschek und Miljonki sind ein bisschen gedrungener als Vetrosia. Da hat wirklich jede Familie nur einen Hektar. Dadurch ist es nicht ganz so groß und nicht so weitläufig wie in Vetrosia. Ja, und die unterscheiden sich auch sehr. Also Kovtschek ist in einem jungen, anwachsenden Wald gegründet worden, der noch teilweise war es eher ein freies Feld. Und Miljonki war eben in einem bestehenden Wald gegründet worden. Ja, da habe ich gehört, dass die Familie, die dorthin gezogen ist, deren Kinder wollten das nicht weiterführen. Und die sind dann weggezogen und die haben eben halt dieses Waldstück ja anderen Menschen übergeben. Ja, es gab den Traum, viel, viel Bäume zu pflanzen, damit Wald entsteht, damit Kinder im Wald groß werden können. Und der eine Sohn bei der einen Familie, der hat tatsächlich wollte dann nicht das übernehmen. Aber die Familie, die Eltern haben das Stück dann einer Familie mit vier Kindern geschenkt, sodass der Traum doch noch in Erfüllung ging, nur eben nicht für sie selbst. Also Großmut ist oft eine Voraussetzung dafür, dass solche Siedlungen wirklich entstehen können und weiter gedeihen. Ja, wie schön, dass Sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben für die Familie. Das finde ich klasse. Ja, wobei wir bei diesen Dörfern und Siedlungen in Russland jetzt nach Deutschland kommen möchten,
Welche Siedlungen sind dir bekannt hier in Deutschland oder kann man das überhaupt als Siedlung bezeichnen oder eher als Ökodörfer? Ja, das ist ein interessantes Thema. In Russland gab es in dem Sinne kaum Ökodörfer oder auch kaum so Gemeinschaften größere. Alles spielte sich immer im Rahmen der Familien ab. Und in Russland leben die Leute ja auch sehr stark in den Städten aufgrund der Kälte im Winter und der ökonomischen Situation in der Sowjetunion gab es nicht diese vielen kleinen Dörfer, wo man noch lebte, wie es in Deutschland ein bisschen noch mehr der Fall ist. Und in Deutschland war das schon ein bisschen anders und vor allem es gab bessere Möglichkeiten und es gab auch schon mehr das Interesse an Gemeinschaften. Die traditionellen Familien waren zerbrochen und so gab es schon seit Jahrzehnten, seit der Hippie-Zeit und auch davor so eine Gemeinschaftsbewegung. Menschen, die versucht haben, sich in neuen Gemeinschaften zusammenzuschließen und auch in ökologischen Gemeinschaften. Und die größten Gemeinschaften, die haben eben richtig viel Platz gebraucht, sind weit raus aufs Land und haben dann richtige neue Ökodörfer zu gründen begonnen. Man muss sagen, das ist bis jetzt nur ein paar Mal so schon gelungen, dass man von einem neuen Dorf sprechen kann. Ja, und das sind aber auch schon sehr erfolgreiche Modelle entstanden. Da gibt es auch ein Netzwerk der Ökodörfer, also die größten, die schon sehr schon länger bestehen und auch eine gewisse Größe und eine Stabilität erreicht haben, haben sich da eben zusammengeschlossen vor 20, 30 Jahren weltweit. Dann gab es ein europäisches Bündnis und seit 2015 gibt es eben auch in Deutschland ein Netzwerk der Ökodörfer mit im Moment, ich glaube, so 16, 17 Mitgliedern. Also es gibt viel, viel mehr Gemeinschaften in Deutschland, ne? Tausende. Aber die meisten sind eben sehr klein. Das sind drei, vier, fünf, sechs, acht Menschen, meistens in Stadtwohnungen oder in einem Bauernhof irgendwo, die aber nicht größer werden. Und es gibt aber auch ein paar größere und mindestens, glaube ich, 10 Menschen muss man groß sein, um einen Antrag zu stellen, Teil dieses Ökodorf-Netzwerkes zu werden. Und in den größten Ökodörfern, da leben über 100 Menschen. Da gibt es also zum Beispiel Siebenlinden oder die Gemeinschaft Schloss Tempelhof, die ziemlich jung ist und trotzdem, also erst seit 2014, und trotzdem schon so groß ist, fast wie Siebenlinden und Siebenlinden bald übertreffen wird von der Größe her. Ja, es gibt noch ein paar andere Gemeinschaften, die so an die 100 Menschen heranreichen. Das Zeck zum Beispiel oder Steierberg heißt noch eins. Das sind so die, die mir jetzt einfallen. Es gibt da eine Seite, wo man auch eine Karte findet in diesen ganzen Projekten. Das ist zusammengeschlossen beim GEN, so nennt sich das, GEN. Das steht für Global Eco-Village Network, also globales Ökodorf-Netzwerk strich Deutschland, also eben die Deutschland-Sektion. Und es ist ja schön, dass es da sozusagen ein weltweites Netzwerk gibt. Da kann man Hoffnung haben, dass daraus etwas Weltweites entsteht. Also was weltweit miteinander verbunden ist, sodass nicht wieder nationale oder regionale Gruppierungen entstehen, die sich gegenseitig ausschließen. Man versucht da schon zusammenzuwirken, irgendwie. Ja, und in Deutschland war ich selber in Siebenlinden und im Schloss Tempelhof. Und ein Knackpunkt bei diesen Ökodörfern, eine Qualitätsstufe, ist tatsächlich die Schule. Also ein Dorf mit einer eigenen Schule ist was ganz anderes als ein Dorf ohne Schule. In Siebenlinden, das erste und vielleicht immer noch bekannteste Ökodorf in Deutschland, hat auch dann einen Schulantrag gestellt, ist abgelehnt worden. Und die Leute in der Behörde, die das entscheiden, sitzen da oft 10, 20 Jahre lang. Und wenn die das nicht wollen, kannst du dort keine Schule machen, legal. Waldkindergarten, ja. Schule? Geht dann eben nicht. Und die fahren ihre Kinder teilweise 50 Kilometer jeden Tag in die nächste Waldorfschule, sonst wohin. Dann im Bus, ne, zusammen, und das ist auch nicht, dann auch ökologischer ein Stück weit, als jedes Kind einzeln irgendwie. Gut, da gibt es oft Schulbusse. Aber ja, die fahren oft die Kinder weit weg in die Schule. Na gut, und da gibt es eben meines Wissens in Deutschland zwei Ökodörfer, Ökodorfgemeinschaften, die eine eigene Schule haben. Das eine ist die Gemeinschaft Schloss Tempelhof, die haben eine freie Schule. Und das andere ist die Gemeinschaft am Windberg.
Die kenne ich ganz gut. Da war ich jetzt auch letztens erst wieder zu Besuch im Dezember. Da kenne ich die beiden Mitgründer mit auch zwei kleinen Kindern. Und die Schule ist gerade erst 3 Jahre alt. Also im ersten Jahr 8 Kinder, im zweiten 15 und jetzt 30 Kinder. Jetzt haben sie auch mehrere richtige Lehrer mit zweitem Staatsexamen, die also auch das legal machen dürfen. Die haben jetzt sogar ein Chemielabor und also da ist so viel entstanden und die müssen fast jede Woche Eltern mit Kind ablehnen, weil die Schule einfach gerade nicht größer werden kann. Aber alle möglichen wollen ihre Kinder dahin schicken, weil Gemeinschaft und Schule zusammen ist eben für Kinder der ideale Ort zum Aufwachsen. Es gibt auch noch ein drittes Projekt, fällt mir ein, auch in Thüringen, so wie der Windberg. Das ist die Gemeinschaft Schloss Tondorf. Das ist ein Schloss und darunter ein Tal mit mehreren Dörfern. Und im Schloss lebt halt eine Gemeinschaft, ich glaube so 50 Menschen groß. Und die haben jetzt auch eine freie Schule gegründet. Und die wollen Lernorte haben. Also die wollen Werkstätten haben, wo die Kinder eben auch vor Ort praktische Sachen lernen können. Als nicht nur ein Gebäude, wo die Kinder den ganzen Tag sitzen und irgendwas lesen, sondern auch Lernorte, wo sie praktisch lernen können. Also so Richtung Schietinien-Schule. Ja, jetzt machst du ein großes Fass auf Schietinien-Schule. Es gibt viele Schulkonzepte und es gibt an vielen Für und Wider. Schietinien-Schule ist ja ein Internat, wo die Kinder teilweise tausende von Kilometern weg von ihren Eltern leben. Und das ist in den Gemeinschaften eben nicht der Fall oder nicht so gedacht. Da ziehen viele Eltern die Nähe in die umliegenden Dörfer oder direkt in die Gemeinschaft und schicken dann ihre Kinder dahin, die dann abends eben bei ihren Eltern sind. Das ist in der Schietinien-Schule eben nicht so. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Kann man ja, das wurde ja auch sehr angezweifelt, ob das das richtige Konzept ist bei der Schietinien-Schule. Wollen wir ein bisschen über die Schietinien-Schule sprechen? Da war ich ja auch selber. Ja, sehr gerne. Erzähl uns gerne, was du dort erlebt hast. Also erstmal, die Schietinien-Schule ist etwa seit 2 Jahren geschlossen. Und das erst, sie wurde geschlossen, ich glaube, wenige Monate bevor der Professor Schietinien gestorben ist. Warum sie geschlossen wurde, weiß ich nicht genau. Ich war noch da, als die Schule noch offen war und als der Schietinien auch noch da war. Es war schon sehr beeindruckend, aber wie gesagt, das ist ein Internat gewesen, staatliche Schule, also keine Privatschule, es war nicht teuer. Und das Vorteil an der Schietinien-Schule oder der Segen daran ist, dass dort wirklich ein Lichtpunkt geschaffen wurde, der Bildung für Kinder ermöglicht, die sonst überall aus dem Rahmen fallen, weil sie so gut sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch von relativ normalen Kindern, die aber unter perfekten oder sehr, sehr guten Bedingungen lernen konnten. Und ja, du sagst es, viel mit Praxisbezug, da haben die Kinder selber mit Schulen entworfen und gebaut, also Schulgebäude, haben selber die Gebäude mit bemalt, Kleidung hergestellt, gekocht, also sehr, sehr vieles gelernt, weit über den normalen Lernstoff hinaus. Und man konnte da eben wie in so einem Forschungszentrum sozusagen die Bildung der Zukunft erahnen, erspüren und praktizieren. Und das ist großartig, wenn man so eine Orte hat. Und das mag für die Zeit auch gut gewesen sein. Jetzt ist sie geschlossen worden. Und viele versuchen das zu übertragen, irgendwo auf dem Dorf, in der Gemeinschaft, das so zu machen. Und ich sage, dass das nur begrenzt so geht, weil man ja, wenn man in der Gemeinschaft ist, in dem Dorf, eigentlich alle Kinder, die da sind, in dieser Schule haben will. Und da ist die Motivation der Kinder oft nicht so hoch und die Möglichkeiten sind oft nicht so ideal. Es gibt halt auch diesen Magier, wie ihn Anastasia nannte, Schietinien nicht unbedingt fort, der das ja über Jahrzehnte erforscht hat und auch sozusagen unter Schirmherrschaft des Staates gründen konnte. Naja, und das geht eben oft nur begrenzt, das da zu übertragen. Man spricht da oft von der Arbeit mit diesen Bildtafeln, da gibt es ja auch Botschafter der Schietinien-Schule, die versuchen, das nach Deutschland zu tragen und woanders hin. Aber ich glaube, da steckt viel mehr dahinter und das kann man gar nicht so einfach übertragen. Das Feld vor Ort, die Fähigkeiten der Lehrkräfte, die ausgezeichnet sind, kannst du nicht einfach irgendwo haben. Du hast nicht so viele, so gute Lehrer und so klasse Schüler und so einen Professor und so ein Gelände. Das ist ein langer Prozess gewesen, da hinzukommen. Ja, man kann das versuchen, das ist ein Vorbild. Und das zu kombinieren mit den Eltern, die vor Ort auch noch leben in der Nähe,
Das ist die nächste Stufe. Das versuchen wir. Und bis dahin ist es gut, wenn man wenigstens ein Stück das schafft und dafür eben die Kinder auch in den Eltern bleiben, bei ihren Eltern, in ihren Familien bleiben können. Das sage ich dazu. Also Schettinenschule gut und schön. Der Schettin hatte aber meines Wissens auch lange keine Partnerin, hat also auch nicht selber Familie so gut vorleben können und hat eben einen leuchtenden Punkt geschaffen, der sehr wertvoll war für das Feld, für die Gegend, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die jungen Menschen, wo man aber nochmal drüber nachdenken muss, wenn man wirklich in einer Gemeinschaft vor Ort eine Schule gründet. Ja, wobei mich das sehr freut, dass gerade in Deutschland jetzt diese Schulen entstanden sind. Und ja, dass die Nachfrage da groß ist bei der aktuellen Situation, das kann ich mir unheimlich gut vorstellen. Und ich denke, viele Menschen würden am liebsten ihre Kinder in so eine Schule schicken, eigentlich alle, glaube ich, wenn sie mal darüber nachdenken. Weil man ja immer das Beste für seine Kinder möchte. Ja, natürlich. Es ist so, ich weiß nicht, also es gibt einen längeren Prozess, auch mittlerweile schon am Windberg, bei diesem kleinen Projekt mit, also das sind 40, 50 Menschen am Ort oder im Dorf und insgesamt sind es fast 100 mit den ganzen Eltern, die natürlich nicht so direkt unbedingt zur Gemeinschaft gehören, von den Kindern. Und es ist so, wie soll ich sagen, es gibt auch Kinder, die da nicht so gut hinpassen an diese Schule oder Eltern mit ihren Kindern. Also das ist schon ein Angleichungsprozess, dass man sich so kennenlernt und schaut, passt das oder passt das nicht. Und es gibt auch Kinder, die sich an normalen Schulen wohlfühlen, weil die Seele das eben so will und braucht. Auch wenn es vielleicht nicht alles schön ist, aber die vielleicht mit zu viel, ist schwierig, so das so pauschal zu sagen. Aber es gibt viele verschiedene Schulen und nicht jede Schule ist für jedes Kind gut geeignet, sagen wir es mal so. Ja, bestimmt. Jeder ist ja auf seinem Weg und hat eine andere Entwicklungsstufe zu durchlaufen. Aber ich denke, früher oder später geht das alles in die Autarkie und in die Selbstständigkeit, so dass bestimmt noch ein oder zwei Generationen vergehen müssen, wenn nicht drei oder vier, bevor der Mensch letztendlich wirklich frei ist. Ja, und in der Schule am Windberg hat mir der Julius gesagt, der die mit aufgebaut hat, dass er da jetzt auch ein Fach unterrichtet, der nennt das Hellwissen. Probiert das einfach aus, weil er davon ausgeht, dass Kinder das automatisch eher können. Also es werden Gegenstände zum Beispiel auf den Tisch gelegt, Tuch drüber und die Kinder sollen spüren, wissen, sehen, was da ist. Sie versuchen quasi zu sehen, ohne die Augen zu öffnen, das ist eine andere Übung, alle möglichen kleineren Metallsachen einfach durch Konzentration zu verbiegen. Also er versucht da einiges und natürlich gelingt das oft nicht so ganz immer alles, aber er bietet das so an, weil er diese Fähigkeiten der Kinder fördern will und dieses Feld öffnen will. Das ist natürlich nicht das Einzige und auch nicht das Fach, was am meisten jetzt da gelehrt wird, aber ich wollte mal so ein ziemlich beeindruckendes Beispiel dafür nennen, was da möglich ist. Das wäre auf jeden Fall mein Lieblingsfach. Ich versuche das immer noch mit den Löffeln, aber ich habe es nicht geschafft. Gut. Vielleicht kann er mir das ja noch beibringen. Ich schreibe ihn mal an. Klasse. Schreib ihn lieber nicht an. Er antwortet sowieso nicht. Der hat einfach viel zu viel zu tun. Wenn ich ihn anrufe und er hat so viele Leute, er ist da im Verein und der Schule. Wenn ich ihn anrufe und er geht ran, ist das wie ein Sechser im Lotto. Letztens haben die himmlischen Kräfte geholfen. Der hat das Handy ausgehabt, also Ton aus. Und ich rufe ihn an und hat gerade seine Frau ihm das Handy gegeben und hat vibriert. Und dadurch hat er gemerkt, dass er angerufen wurde und hat gesehen, oh, das ist Felix, was gibt's? Ich so, ich bin in der Nähe, könnte mal vorbeikommen. Echt? Bei mir passt es auch gerade, du kannst kommen. Und dann bin ich mit meiner Freundin da zufällig, konnte ich mal 2 Stunden dahin. Und er hat sich auch gefreut, das war auch richtig schön. Aber ich muss echt Leute immer abschirmen und sagen, ey, der hat wahrscheinlich keine Zeit. Ja. Ja gut, das ist verständlich. Ja, er hatte auch genug soziale Interaktionen, ne, mit den ganzen Eltern und seiner Gemeinschaft und seinen eigenen Kindern und seiner Frau und so. Also der hat da kein Bedürfnis. Er kann sich auch Sachen von mir gar nicht angucken oder anhören manchmal bei der Arbeit, wenn er irgendwas macht oder lesen, weil er einfach keine Zeit dafür hat. Aber er freut sich, mich zu sehen. Ich freue mich auch immer wieder, dich zu sehen. Sag Felix, welche andere Ökodörfer sind dir noch bekannt? Also es gibt in Deutschland, wie gesagt, je nachdem, wie groß man das sieht, so
ich würde sagen, 5 bis 10 Ökodörfer, ja, wenn man das schon so sagen kann. Viele, viele Gemeinschaften, je nachdem, je kleiner, desto mehr. Und es gibt weltweit natürlich auch noch größere Ökodörfer oder ökologische, ökologisch-spirituelle Projekte, wo die Menschen wirklich als Lebensgemeinschaft zusammenkommen. Es gibt viele, viele Arten von Gemeinschaften. Es gibt Klöster und Orden. Aber ich konzentriere mich jetzt mal auf Lebensgemeinschaften, die wirklich sich zusammen miteinander versorgen wollen, ökologisch-spirituell leben und die vielleicht auch in den letzten 50, 100 Jahren entstanden sind. Und da gibt es in Europa ein Projekt noch, das größte. Das ist Damanhur in Italien. Da leben etwa 600 Menschen in einem großen, schönen Tal. Und die leben da so in Gruppen von 10 bis 20 Menschen zusammen, wie Großfamilien, die verschiedene Aufgaben haben in diesem Tal. Die haben eine eigene Währung. Die haben in den Berg unterirdische Tempelanlagen hineingeschlagen mit wunderschönen Kunstwerken. Die haben eine eigene Weberei und viele, viele Gewerke. Und die sind schon ziemlich weit. Also die haben auch elektrische, jetzt bin ich da nicht so ganz fit mit den Begriffen, sie schließen quasi Sensoren an Bäume und andere Pflanzen an. Und je nachdem, wie der Baum sozusagen, so ein Feld der Baum ausstrahlt, da reagieren Sensoren, es wird in Musik oder in Klänge übertragen. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das genau, also wenn man dann mit dem Baum interagiert, dann verändert sich auch der Klang. Der Baum kann quasi für uns hörbar antworten. Und das ist natürlich fantastisch. Es wird auch gesagt, dass sie dort an einer Zeitmaschine basteln, bauen, das schon beherrschen würden, aber das weiß keiner so genau, das passiert da im inneren Kreise oder in diesen Tempelanlagen wohl. Das weiß ich nicht so genau. Aber was ich bis jetzt weiß, wie die zusammenleben, was sie gemeinsam an Gebäuden erschaffen und wie sie versuchen, regionale Wertschöpfungsketten zu schließen, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und eben das größte ökologisch-spirituelle Gemeinschaftsprojekt Europas. Wesentlich größer als die einzelnen Projekte in Deutschland. Und weißt du, wie auf was für einer Fläche die leben? Wie groß die ist? Weißt du das zufällig? Da kann ich jetzt keine Zahlen nennen. Also es wird gesagt, dass es ein Tal ist. Es ist ja oft so, was begreift man jetzt als die Fläche? Wenn man jetzt die ganze Fläche nimmt zwischen den verschiedenen Gruppen, also sie leben alle nicht quasi wie in einer Stadt ganz eng beieinander, sondern es gibt Gruppen, die an verschiedenen Stellen dieses Tales wohnen. Und ich weiß nicht, wie weit auseinander das liegt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber so riesig ist das Tal sicherlich nicht. Also keine 100 Kilometer lang oder so. Aber der hat ganz bestimmt mal eine Reise wert. Ja, soll sehr schön sein. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich hatte nur eine Damanhurianerin mal zu Gast, die davon berichtet hat. Und ich habe auch mit anderen schon gesprochen, die da waren oder eine Weile da gelebt haben. Und was haben die zu berichten? Wie haben die sich da gefühlt? Sie waren beeindruckt, vor allem von den Tempelanlagen. Die werden auch genannt die Tempel der Menschheit. Und es gibt für verschiedene Zustände, Gefühle, verschiedene Räume mit verschiedenen Arten von Skulpturen, Farben, Stimmungen. Das soll wohl sehr beeindruckend sein. Ja, klingt gut. Ja. Welche Dörfer sind dir denn noch bekannt weltweit? Ja, ich habe von verschiedenen gehört. Ich will jetzt mal noch die zwei größten Projekte nennen, die mir so aufgefallen sind, die auch weltweite Leuchttürme sind und so wegweisend, tonangebend, Bewusstsein anhebend für die ganze Welt, kann man sagen, Gemeinschaft ein Stück weit. Das eine ist das Projekt Auroville in Indien, was ja auch in den Anastasia-Büchern von den Maigret erwähnt wird. Er hat da auch Negatives geäußert. Zum Beispiel eben, dass es da keinen Privatbesitz gibt. Das hat er kritisiert. Also er sagt, das ist das Problem, warum das damals so große so Konflikte gab innerhalb von Auroville. Das gab es tatsächlich für eine Weile. Das ist jetzt aber vorüber, schon Jahrzehnte her. Also das ist so, wie soll ich sagen, richtig große Spannung gab, die zu, ja, wo die Polizei sogar eingreifen musste wohl, habe ich gehört. Also, dass sie da echt sich nicht einigen konnten. Und das ist aber vorüber. Mittlerweile leben in Auroville 3000
800, 4000 Menschen, so in der Größenordnung. Ich hatte jetzt erst vor ein paar Monaten einen zu Gast, der 20 Jahre in Auroville gelebt hat. Und er sagte mir, dass man als Aurovillianer eben fast kein Geld braucht. Man bekommt eben ein kleines so ein Taschengeld dafür, dass man da etwa 5 Stunden mithilft bei verschiedenen Projekten. Und dafür sind alle Kulturveranstaltungen, das gemeinsame Essen und Wohnen frei. Man kann also da selber ein Haus auch bauen und dann selber im Haus so mehr Platz und luxuriöser leben, so einen eigenen Garten anlegen, wenn man will. Aber wenn man wieder weggeht, kann man das nicht verkaufen. Und es gehört einem nicht. Das heißt, es geht in den Besitz der Auroville-Stiftung über. Mhm. Also was in Auroville ist, was da erschaffen wird, das bleibt auch in Auroville. Und das muss man wissen, das weiß jeder und das kann man gut finden oder nicht, es ist jedenfalls so. Und er ist nur deswegen wieder weggegangen, weil seine Frau schwer krank wurde, im Rollstuhl saß, die nicht mehr so helfen konnten dort vor Ort und in Südindien auch die medizinischen Bedingungen und die Krankenhausunterstützung jetzt nicht so gut ist, dass auch die Gemeinschaft das zum gewissen Teil finanziell unterstützt hat, aber ab einem gewissen Punkt eben dann nicht mehr noch größere Ausgaben tätigen konnte, jetzt Rieseneingriffe, 50.000, 100.000 Euro, wollten die nicht leisten, was man auch verstehen kann. Und die sind deswegen dann, glaube ich, auch zurück nach Deutschland gekommen, auch weil sie alt geworden sind, nicht mehr so viel unterstützen konnten, dort keine Kinder hatten. Die ganze Geschichte kann ich nicht mehr wiedergeben. Er wollte auch wieder hin zurück, und er fand es eben auch sehr schön da. Die haben tatsächlich, also es gibt da beeindruckende Bilder, es gibt natürlich auch eine Internetseite von Auroville, aus einer Wüste, also eine Gegend, wo es richtig tiefe Risse in der Erde gab, weil die komplett ausgetrocknet war und aufgesprungen, haben sie eine Oase geschaffen, einen paradiesischen Wald im Laufe von 50, 60 Jahren. Die haben also überall Bäume gepflanzt, irgendwie erstmal in der Wüste überlebt. Und mittlerweile ist das Land ziemlich fruchtbar geworden und die haben wunderschöne Gärten und wunderschöne Anlagen geschaffen mit verschiedenen Stadtteilen. Und es ist eben, Stadt klingt nicht so schön, es ist auch relativ dicht besiedelt und sie versuchen auch relativ dicht zu leben, ohne die Umwelt zu schädigen oder ohne es, dass es für den Menschen unwirtlich wird. Was kann man noch über Auroville sagen? Ja, es gibt keine Religion. Die Spiritualität ist frei. Es gibt einen ziemlich aufwendigen auch sozusagen Ankommensprozess, wenn man da Teil dessen werden will, dauert über ein Jahr. Ja, es gibt nur einen gemeinsamen Feiertag, das ist der 28. Februar, das ist der Gründungstag von Auroville, da gibt es eine große Veranstaltung, ein großes Fest. Ja, insgesamt hört sich das ja auch sehr schön an, bis auf die Versorgung im gesundheitlichen Bereich. Ja, es geht halt um spezielle medizinische Sachen, die wir in der westlichen Medizin haben, die auch viel Geld kosten. Das können sie noch nicht gewährleisten. Und ja, das kann man kritisieren. Aber das wird ja in ganz Südindien nicht gewährleistet, nur für Superreiche. Und die fliegen dann woanders hin, um sich da operieren zu lassen. Ja, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ja, vielleicht brauchst du das irgendwann auch nicht mehr, weil die Menschen dann nicht mehr diesen Schritt der Erfahrung brauchen, da im Rollstuhl zu sitzen. Mhm. Vielleicht sehen die das auch deswegen so, dass sie sagen, nö, da hat sie irgendwas verkehrt gemacht. Ich weiß, ich habe das nicht genau nachgefragt. Das war mir dann zu. Ja, hätte, klar. Oder? Ja. Mhm. Also du hast uns ja jetzt schon sehr viel erzählt. Ja, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Was möchtest du noch erzählen? Naja gut, ich habe jetzt über Auroville gesprochen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich wollte noch 2 große Projekte erwähnen, von denen ich weiß. Das ist eben das eine in Südindien, was wirklich in der Wüste gegründet wurde und sehr beeindruckende Früchte hervorgebracht hat. Und das andere ist eben das Projekt in Sibirien, die Gemeinschaft Bessarions, wo auch jetzt einige tausend Menschen zusammenleben in mehreren Dörfern in einem begrenzten Gebiet. Und eine große Gemeinschaft erschaffen. Und man sagt, es ist die größte oder eine der größten Selbstversorgergemeinschaften der Welt. Ja, das ist die andere. Der andere. Über 1000. Ja, mehrere tausend Menschen leben da. Also das ist auch immer so eine Sache, wen zählt man dazu? In Auroville soll das wohl relativ klar geregelt sein, wer jetzt Aurovillianer ist und wer nicht.
In der Gemeinschaft Vessarions gibt es solche Listen nicht, die das führen würden. Das heißt, es wird nicht gefragt regelmäßig oder überhaupt mal, bist du jetzt dabei oder bist du nicht dabei. Man lebt dort vor Ort und man schließt sich mehr oder weniger eng zusammen. Und es ist auch die Frage, zählt man jetzt die Kinder in der Familie mit oder nicht? Weil die Familien haben im Schnitt 3 oder 4 Kinder. Wenn man die mitzählt, sind es 5.000, wenn nicht, sind es 2.000 oder 1.500 oder so. Die Kinder gehen ja auch oft weg für eine Weile oder auch nicht. Also das weiß man auch noch nicht. Man kann es schwer zu zählen, das macht auch keiner ganz konkret. Es sind jedenfalls, man spricht von 2.000 bis 4.000 Menschen. Das sind so die Zahlen, die man so hört. Und wo genau liegt Vessarion? Die Gemeinschaft Vessarions liegt ganz im Süden Sibiriens, ist also näher dran an dem Ort, wo Anastasia leben soll, als die meisten Anastasia-Siedlungen. Das ist quasi relativ nah dran an der mongolischen Grenze, am Altai, also relativ einige hundert Kilometer weg, aber jetzt mal weltkartenmäßig betrachtet. Und ganz im Süden von Sibirien, vom Klima her, kann man sagen, dass es im Winter natürlich schon kalt wird und Schnee liegt. Also 30, 40 Grad Frost kommen davor und auch mal ein halber oder ein ganzer Meter Schnee. Die haben aber auch 4 Monate Schnee. Und im Sommer wird es aber auch ziemlich warm. Also da kann es auch 30, 35 Grad heiß werden und die bauen auch Melonen und Weintrauben an. Kürbisse und Obst und so. Also es ist nicht ein ganzes Jahr lang kalt, wie man so meinen könnte. Nee, wenn Wassermelonen wachsen, dann ist das schon allerhand. Ja, genau. Also es ist von der nördlichen Breite etwa so wie Norddeutschland. Also vom Licht her auch, dass man das so weiß, aha, okay. Klar, es gibt 2000 Kilometer noch nördlicher immer noch Sibirien. Also Sibirien ist schon sehr, auch nicht nur nach Osten, Westen, sondern auch Nord und Süd eine große Ausdehnung. Und das Gebiet, was sie da haben, ist eben keine Wüste. Sie mussten nicht erst eine Oase in der Wüste erschaffen. Sie haben dort im Grunde hunderte Kilometer Urwald um sich herum. Urwald aus Zedern, Kiefern, Birken, Fichten im Wesentlichen. Und die Dörfer, liegen an einem Fluss, die meisten. Der heißt Kasir. Der ist etwa 100 Meter breit und hat Quellwasserqualität. Weil oberhalb dieser Dörfer, also oberhalb des Flusses, gibt es keine menschliche Ansiedlung. Das heißt, ich beschreibe das immer so gerne so, man stelle sich vor, es gäbe eine riesige, lange Einbahnstraße. Also nicht bloß ein paar hundert Meter, wie man das so bei uns aus Dörfern oder aus Städten kennt, sondern etwa 50 Kilometer lang. Und es gibt dann keine Kreuzung mehr. Man fährt also immer weiter rein, diese Einbahnstraße, und am Ende dieser Einbahnstraße liegen die Dörfer. Und die Einbahnstraße läuft die meiste Zeit neben diesem Fluss entlang, neben dem Kasir. Das heißt, wenn diese Straße kaputt ist und das passiert regelmäßig, dass die überspült wird und man die nicht passieren kann, also im Frühjahr, im Mai meistens oder im April, wenn der Schnee schmilzt, dann ist für ein paar Wochen kein Zugang zu den Dörfern möglich. Dann gibt es nur mit Hubschrauber die Möglichkeit, dahin zu kommen. Die sind also schon seit es die Dörfer gibt, seit 200, 300 Jahren, sind die darauf eingestellt, abgeschnitten zu werden und auf Selbstversorgung getrimmt sozusagen. Die Vorfahren schon, die da lebten vorher. Und seit 30 Jahren sind da eben neue Leute hingekommen, die die alten, aussterbenden Dörfer neu besiedelt haben. Das ist eben ist die Gemeinschaft Vessarions, die Menschen, die da hingekommen sind, um eine neue Gesellschaft aufzubauen, von da aus. Und wenn man noch weiter nach Osten geht, also noch weiter in die Einbahnstraßenrichtung weiter, da gibt es dann nichts mehr, da gibt es nur noch Taiga, es ist nur noch Urwald, und das geht so 100-200 Kilometer weit. Und nach Norden 100 Kilometer und nach Süden 100 Kilometer ist quasi nur Urwald. Da gibt es keine menschliche Ansiedlung, obwohl es dort überall Wald ist und auch ziemlich fruchtbares Gebiet, fruchtbare Erde. Das ist quasi eine Gegend, von der Vessarion und die Gemeinschaft sagt, die wurde vorbereitet und Jahrhunderte freigehalten von menschlicher Zivilisation und Zerstörung, um bereit zu sein für den Beginn der neuen Menschheit. Und natürlich auch durch Eis und Winter und Schnee war auch in Sibirien an Besiedlungen ernsthaft durch Menschen lange nicht zu denken. Nur es wird immer wärmer.
Und das merkt man in Sibirien sehr deutlich. Selbst die alten Sibirer, die jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen neuen Vorstellungen des Klimawandels verblendet sind, sagen, es wird jedes Jahr wärmer. Das heißt, es wird da wirklich wärmer. Ich weiß nicht, wie das weltweit ist und was da noch mehr zusammenhängt, keine Ahnung. Aber in Sibirien wird es wirklich jedes Jahr wärmer. Und das ist sehr, sehr hilfreich, um da zu leben, um da sich auszubreiten. Und das können die. Also die können von den paar tausend Leuten, die haben ja relativ viele Kinder und noch andere, die dazukommen, können die sich jahrhundertelang ausbreiten und finden fruchtbares Land vor, beziehungsweise Urwälder. Das klingt ja fantastisch und ich glaube, diese Erwärmung könnte auch damit zusammenhängen, dass der Pol ja schon um 15 Grad geschwankt ist und dass deswegen ja die ganze Klimageschichte mehr auf die Polverschiebung zurückzuführen ist und dass es dort deswegen wärmer wird. Wir sollen ja in Deutschland auch diese Grade bekommen, diese afrikanischen Grade. Bin ich gar nicht so böse drum. Aber ja, warten wir mal ab, was da passiert. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass es tatsächlich da wärmer wird und dass, wenn es in Sibirien wärmer wird, eine riesige, gewaltige Landfläche frei wird zur Besiedlung. Die größte freie Landfläche der Erde. Der größte Urwald der Erde ist nicht in Brasilien, in Südamerika, sondern in Sibirien. Mhm. Und wenn es da wärmer wird, dann wird der Permafrostboden immer weiter nach Norden weichen. Und es werden riesige Flächen, Sumpfflächen im Prinzip frei, so wie jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt es ja das Bördeland oder ehemalige Auenland, was alles Sumpf war. Wald- und Sumpfgebiet, relativ kühl auch noch vor 2000 Jahren, 1000 Jahren. Und das ist trockengelegt worden, das sind die fruchtbarsten Böden, die es so gibt. Ja, das steht Sibirien vor. Tja, da bin ich mir sicher, dass eine Menge Menschen dort in Zukunft hinsiedeln möchten. Das Schöne ist ja, dass der russische Staat das sehr unterstützt. Als russischer Staatsbürger darf man seit dem 1. Januar 2022 sogar jetzt überall in Sibirien, nicht nur im Fernen Osten, einen Hektar Land beantragen. Der muss einen gewissen Abstand zu kleineren und auch größeren Städten haben. Und man kann den dann erhalten und kann darauf siedeln. Ich meine, mitten in der Taiga, 100 Kilometer weg von irgendwas, kannst du natürlich einen Hektar Land beantragen, du kommst ja überhaupt nicht hin. Ne? Also es gehört schon was dazu, nicht nur das zu beantragen, sondern es auch nutzen zu können. Und wenn du nicht nachweisen kannst, dass du das nutzen kannst, diese Fläche, also nach 5 Jahren, noch gar nicht genutzt hast, noch gar nicht angefangen hast, das zu besiedeln, das zu nutzen, dann wird es dir auch nicht überschrieben. Es gibt also eine 5 Jahre Probezeit und es gab ja auch einen Vorlauf seit 2015, 16 gibt es da Experimente oder, sage ich mal, erste Schritte, dass Menschen aus dem fernen Osten, also quasi im östlichsten Sibirien, Flächen beantragen durften. Und dann durften alle Russen in diesem Gebiet Flächen beantragen. Und jetzt dürfen meines Wissens Anfang dieses Jahres alle Russen in ganz Russland Hektare beantragen, unter bestimmten Bedingungen. Ja. Also die Fläche muss staatlich sein, darf niemandem gehören und muss Abstand zu einer Stadt haben und ein paar andere Bedingungen noch. Und der Staat unterstützt sogar, dass man sich zusammenschließt und Hektare nebeneinander sozusagen beantragt. Und ab einer gewissen Größe baut der Staat sogar eine Straße dahin. Oh, also interessant. Ab einer gewissen Anzahl von Hektaren, die sich zusammengeschlossen haben. Also ja, das ist klasse. Der Staat möchte, Putin will unbedingt, dass Leute aufs Land ziehen und viele Kinder bekommen. Dass Russland sozusagen aus sich selbst heraus sich erneuert und vor allem auch die Bevölkerung wächst, weil im Moment ist es ja in Russland so wie überall in den westlichen Industrieländern, dass die Bevölkerung schrumpft, dass zu wenig Kinder geboren werden. Mhm. Also ich meine, in der Anastasia-Siedlung ist das nicht der Fall und bei der Gemeinschaft Vissarion ist das auch nicht der Fall. Und die ganzen Familienförderprogramme, wo die Familien jetzt wirklich viel Geld dazu bekommen, also verhältnismäßig viel Geld für russländische Verhältnisse, die sind natürlich ein riesen finanzieller Booster für die Anastasia-Siedlung und die Gemeinschaft Vissarions. Aber auch für alle anderen, die auf dem Land jetzt siedeln und Kinder bekommen. Also ja, da ist es wirklich nicht nötig, dass die Frau irgendwo hinfährt und arbeitet, weil wenn sie mehrere Kinder hat, dann ist das Kindergeld mit Selbstversorgung ausreichend, um ein gewisses Maß an Geld zu haben für Ausgaben. Die können da auch jetzt nicht reich von werden, aber es reicht eben zum Leben. Gerade wenn sie noch einen Mann haben, der eben doch irgendwo noch ein bisschen was verdient oder eben alles Mögliche selber kann.
Aber die meisten Männer verdienen auch noch ein bisschen Geld. Vielen Dank, lieber Felix, dass du uns das so schön geschildert hast, wie die Menschen dort in Russland leben. Ich würde gerne noch mal wieder zurückkommen nach Deutschland, weil bei uns in der Landsitzdiebe wird oft gefragt, wo kann ich mich denn jetzt bitte welchem Landsitz anschließen? Und ja, du hast ja am Anfang schon erzählt, welche Dorfgemeinschaften oder Ökosiedlungen es hier gibt. Hast du da vielleicht eine Anlaufadresse, weil leider bin ich nicht dazu in der Lage, jedem Menschen jetzt seinen Landsitz zuzuweisen? Ja, also, würde mich freuen, wenn ich es könnte, aber dazu bin ich nicht in der Lage. Ja. Und ja, du hast ja jetzt schon so viel genannt, aber weißt du noch, woran die Menschen sich noch wenden können? Ist ein witziges Wort so. Ich will mich einem Landsitz anschließen. Anastasia meinte, wir sollen Landsitze erschaffen. Und das ist schwierig. Das können tatsächlich nicht so viele Menschen leisten. Viele, die jetzt auf dem Weg sind und gerne Natur mal erleben wollen, raus wollen aus dem Hamsterrad, die wollen sich erstmal wo anschließen. Erfahrungen sammeln, fühlen sich nicht in der Lage, jetzt was Eigenes aufzubauen. Und dazu sind auch Anastasia-Siedlungen ein Stück weit vielleicht geeignet in Deutschland. Aber mehr noch sind da Ökodörfer und Gemeinschaften geeignet. Da geht es darum, sich einer Gemeinschaft anzuschließen, ein Stück weit. Und ja, das geht bei den bestehenden Ökodörfern oder bei vielen anderen Gemeinschaften. Ja, und man kann anfangen, sich zu informieren erstmal bei den Gemeinschaften, Ökodörfern, wo es gut funktioniert, die also groß und erfolgreich sind gewissermaßen. Und da empfehle ich erst einmal das Netzwerk der Ökodörfer, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Du kannst es ja nachher mal einblenden, aber ich sage das mal. Also die Internetseite der Netzwerke in Deutschland oder des Netzwerkes der Ökodörfer ist gen-deutschland.de, also gen-deutschland.de. Da findet man Informationen über die Ökodörfer und kann dann von da aus die Karte sicherlich finden, die es hier gibt. Und dann gucken, welches Ökodorf ist in meiner Nähe oder was interessiert mich. Und dann in den einzelnen Ökodörfern gucken, was gibt es da für Programme, was gibt es da für Möglichkeiten, die Leute kennenzulernen. Und von da aus vielleicht auch herausfinden, was es noch alles für Gemeinschaften gibt. Kleinere vielleicht. Weil bei kleineren, gerade jüngeren Gemeinschaften, ist es oft einfacher, sich anzuschließen. Aber man weiß eben auch weniger, wie funktioniert das, wie gut geht das. Ne? Wenn man jetzt 100 Leute hat in der Gemeinschaft, das ist riesig und da muss man oft eine längere Anlaufprozedur durchlaufen. Man braucht manchmal auch einiges an Geld, um überhaupt teilnehmen zu können. Aber dann kann man eben in einer ökologischen Gemeinschaft leben, im Strohballenhaus, mit Holz geheizt, hat da schöne Gärten drumherum und einen Waldkindergarten und vielleicht sogar eine eigene Schule mit am Ort. Hat schon sehr viele Vorteile und es ist eben ein ökologisches, ziemlich unabhängiges Leben möglich. Man muss aber erstmal auch hinfinden und auch da seinen Weg und für sich seinen Platz finden. Wobei ja auch nicht zu vergessen ist, dass auch du eine ja, Lebensgemeinschaft anbietest bei dir im Harz. Ja, na klar. Eine von vielen Möglichkeiten für viele Menschen, für Menschen, die sich eben dem verbunden fühlen, die sich auch ausrichten nach der neuen Bewegung, wie sie in Russland entsteht oder die das interessant finden, was in Sibirien entsteht. Für die ist es natürlich so, dass sie sich eher so einem Projekt anschließen sollten. Und da gibt es nicht so viele in Deutschland. Ne, die meisten Ökodörfer und Gemeinschaften in Deutschland, die sind halt sehr westlich geprägt mit den westlichen Normen und Vorstellungen. Da ist zum Beispiel oft, wie soll ich sagen, das Thema freie Liebe präsent. Da ist oft die Verbindung mit dem System auch finanziell viel stärker in den Ökodörfern und Gemeinschaften, die wir hier in Deutschland haben. Und das ist in Russland jetzt nicht so der Fall. In Russland, da gibt es wirklich Männer und Frauen vor allem, die in Familien jetzt ihren eigenen Raum, ihren Raum der Liebe erschaffen wollen. Und wem das mehr zusagt, wer da keine Schwierigkeiten mit hat auf diesem Fokus, der sollte sich eher so einem Projekt anschließen. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Felix. Du hattest eine Zeitschrift angesprochen in unserem Vorgespräch, wo interessierte Menschen sich auch informieren können über Wohngemeinschaften
Und es würde mich freuen, wenn du zum Abschluss unseres Gesprächs darauf hinweisen könntest. Ja, es gibt die Zeitschrift Oya. Einige werden da vielleicht jetzt staunen, dass ich die Oya erwähne, die noch in Erinnerung haben, dass die Oya einen ziemlich negativen Beitrag über die Anastasia-Bewegung geschrieben hat. Das stimmt wohl. Und bin ja auch nicht mit allem einverstanden, was in der Oya geschrieben wird. Aber es ist die am meisten verbreitete Zeitschrift in den Gemeinschaften und Ökodörfern. Ja, und da werden Veranstaltungen auch angekündigt und Treffen und Möglichkeiten und auch Gemeinschaften vorgestellt. Und es gibt da auch lesenswerte Artikel drin, trotz allem. Ja gut, wichtig ist ja, dass sich Gemeinschaften bilden und dass, ob das jetzt im Sinne Anastasias ist oder im Bereich der Ökosiedlungen, ja, muss jeder letztendlich für sich selber entscheiden, Genau, denke so sage ich ich. das auch. So würde ich das auch sehen, ja. Ja, lieber Felix, vielen Dank für dieses liebe Interview mit dir wieder mal. Und es Gerne. ist immer wieder ein Spaß, eine Freude, dir zuzuhören. Du weißt so viel über die ganze Materie. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und hoffe, unsere Zuschauer hatten ihren Spaß mit dir. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's Ja, gut. gerne. Ciao.